Guten Abend, ihr Lieben zusammen. Ich bin ja jedes Mal ein bisschen versucht, guten Abend, meine Damen und Herren, zu sagen, so ein bisschen wie bei der Tagesschau. Aber da wir die Tagesschau schon lange nicht mehr gucken, sage ich guten Abend, ihr Lieben, und guten Abend, lieber Roman. Ja, guten Abend auch, ihr Lieben, sage ich auch jetzt mal. Und guten Abend, Tanja. Und ich freue mich ja mega, dass wir wieder zusammen heute Abend einen Live-Talk machen, weil es für mich immer sehr aufregend ist und sehr, sehr nah und tief ist. Und da freue ich mich jetzt schon drauf, was wir heute alles Schönes machen. Herzlichen Dank. Diese Freude ist auch immer auf meiner Seite. Ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich oft müde bin vorher, aber dann geht es an den Live-Talk und ich merke, wenn wir mit dem Roman verbunden sind, dann kommt so eine schöne Frische und so eine schöne Energie und der Abend ist gleich ganz anders. Roman, du hast uns für dieses Mal das Thema vorgeschlagen, das Leben leben. So, das ist ein sehr weit gegriffenes Thema, sagen wir es jetzt mal so. Das kann eine große Bandbreite umspannen. Du hast es ein bisschen eingegrenzt und hast gesagt, das Leben im Bewusstsein seiner eigenen Identität. Und bevor ihr lieben Zuschauer, Zuhörer, natürlich wie immer Fragen in den Chat stellen dürft und hoffentlich auch reichlich, möchte ich trotzdem gerne mal kurz die aktuellen Energien von dir erfragen. Das ist ein bisschen wie der aktuelle Wetterbericht. Und dann kommen wir auf unser Thema des Abends zu sprechen. Sehr gerne. Also ich nenne es auch mal Wetterbericht, ist ja ganz ein schönes Wort dazu. Also energetisch ist es momentan für die Menschheit sehr spannend, weil wir haben momentan fast keine Energie mehr, die festsitzend ist. Also keine Energie mehr, die in irgendeine Richtung geht, sondern es ist ein richtiger Energiechaos. Das ist eine Besonderheit in der Form, dass das Chaos, das wir selber haben, bevor wir hier, in der sich keine Ordnung oder keine Regel haben, als multidimensionale Wesen, die jetzt als energetische Ebene voll und ganz sich zeigen. Und dieses scheinbare Chaos oder sogar echte Chaos, beides ist ja, entsteht dadurch die Freiheit, aber die Freiheit eben nicht in der Form, in der Menschlichkeit, sondern in den Sachen, die alle entstehen können. Was aber die Menschlichkeit oder wir als Menschen dabei als Besonderheit dann erfahren, dass wir nicht mehr an was gebunden sind, sondern dass wir dort frei sind, die Bindungen zu lösen und neu zu erfinden und neu zu gestalten und dadurch auch ein neuer Kontakt zu jedem Einzelnen wieder entsteht. Aber auch so dieses Gefühl von, ich kenne jemanden und jetzt kenne ich ihn neu wieder, im gleichen Augenblick und dadurch ist der Mensch wieder ganz neu für jemand anders. Das kann sehr erstaunlich und bereichernd sein, denke ich, aber mit Sicherheit auch recht verwirrend oder unsicher für Menschen, die sehr, sehr stark ihre Strukturen brauchen und ihr Gewohntes, also so ihren Rhythmus, gell? Um sich innerlich gut oder innerlich sicher zu fühlen. Wenn Genau. wir sozusagen ein großes Chaos im Außen haben und dann uns selbst teilweise gar nicht wiedererkennen und dann die Menschen im Außen auch nicht wiedererkennen, weil wir gerade gar nicht genau wissen, inwiefern wechselt sich auch Freundschaften oder Verbindungen zu anderen Menschen. Was kann man denn tun, um relativ stabil oder unbeschadet durch diesen Wandel oder durch dieses Chaos hindurchzugehen? Also da ist eben die Besonderheit, wenn wir uns immer wieder nur uns wahrnehmen, heißt es, dass wir auch unseren Wandel mit wahrnehmen, also diese Bewegung, die wir da mitmachen mit diesem Chaos und da auch diese Wahrhaftigkeit des Wandels in uns selbst mitspielen. Das heißt, wir haben dann keinen Spielfaktor mehr oder keine Spielebene, die wir direkt erleben, sondern es sind alle zwar da, aber wir sind in allen der Teil, den wir dann bestimmen. Und das heißt für uns selber, dass wir diese menschliche Sprache, diese Treue zu uns wiederfinden und diese Bewegung, dass wir eigentlich nur die kleinste Übung machen müssen, selbst uns wahrnehmen. Und dann sind wir schon voll in dem Mittelpunkt, weil das Chaos kann dann kommen und kann um uns rum sein, kann aber auch in uns drin sein. Aber durch die Wahrnehmung, dass wir existieren, ist eine wie so ein Punkt, der dann da ist, der Anker ist. Du hast mal eine Zeit lang eine Übung mit uns gemacht, da haben wir uns mit unserer eigenen Zeit beschäftigt. Also du hast es damals Bewusstseinszeit genannt.
wo wir uns sozusagen auf einen Zeitpunkt konzentrieren, der dann ganz und gar uns gehört. Das könnte man ja wieder als Hilfe nehmen, oder? Genau, absolut, ja. Also das, da könnt ihr gerne mal die eigene Bewusstseinszeit wieder hervorkramen. Oder ich denke, es ist auch hilfreich, wenn wir Handy weglegen und das Radio oder Fernsehen oder was auch immer ausmachen und uns eine Zeit lang so zwischendrin im Tag immer mal so 2-3 Minuten nur auf unseren eigenen Kern besinnen. Also nur da sitzen oder da stehen oder auch während wir laufen, Auto fahren oder was, uns nur in uns selbst zentrieren. Ist das auch eine Hilfe? Absolut, weil man muss nicht viel tun, man muss nicht in eine Meditation gehen oder in eine starke Übung, sondern nur dieses Wahrnehmen in jedem Augenblick. Mhm. Und dann ändert sich das Chaos zu einer positiven Energie, weil wir dadurch eine Unendlichkeit der Flexibilität dadurch entsteht für uns, weil dieses Chaos an verschiedenen Energien, die vorwärts, rückwärts in alle Richtungen laufen, aber sogar die Frequenzen sich, wenn wir jetzt nur mal die Liebesfrequenzen nehmen würden, die ändern sich permanent, sodass wir einerseits plötzlich diese tiefe Liebe empfinden und zugleich gar nicht mehr wissen, was Liebe ist. Und dadurch, aber beides gut ist, weil wir keinen Unterschied mehr erkennen und dennoch uns dann in der tiefen Liebe wiederfinden. Kann man das vielleicht ein bisschen so auch vergleichen? Es gibt diese Vergleiche, die finde ich manchmal ein bisschen platt, aber hier finde ich ihn angebracht, wie einen Wandlungsprozess eines Schmetterlings, wenn quasi die Raupe sich in Nichts, in Matsch auflöst und von einem Zustand in den nächsten hineingeht und in diesem Matsch sozusagen oder in diesem undefinierten Zustand wir auch sozusagen ein bisschen Probleme haben können, weil sich die Frequenzen um uns herum auch permanent wandeln und ändern und wir vielleicht auch nicht ungeduldig sein dürfen oder nicht ängstlich oder nicht verzweifelt, sondern einfach nur aufmerksam und beobachtend wahrnehmend. Mhm. Absolut, das ist ein super Beispiel, weil es ist wirklich eine Transformation. Man könnte das Schmetterlingsbild sehr gut nehmen. Wir werden aber in der Form wir werden in allen Ebenen der Frequenzen transformiert, die wir dann annehmen. Das heißt, wir können danach alles sein, was wir wollen oder werden, oder die Menschlichkeit so stark vertiefen, dass sie noch mehr Freude und Spaß macht. Okay. Also wichtig dabei ist, auch innerhalb dieses Prozesses, sich immer wieder auf seine eigene Identität zu fokussieren. Manche Leute sagen, man soll sich erden, man soll sich mit der Erde verbinden. Das hat man früher ganz, ganz viel gemacht. Wenn jetzt Leute kommen und sagen, ja, Frau Kessmann, muss ich mich erden? Dann sage ich, eigentlich ist das Erden eher ein Zentrieren in sich selbst. Man kann natürlich mit der Erde in Verbindung sein, indem man barfuß läuft oder sich durch die Natur begibt oder einfach nur die Natur beobachtet. Aber dieses, dass man sich in die Erde versenkt, Wurzeln aus den Füßen wachsen lässt, nach oben bliblablu, das ganze Zeug, ist eigentlich im Moment gar nicht mehr up to date. Richtig. Es ist, wenn wir es mal ganz genau beleuchten, ist es, wir können ja nur in uns selbst ankommen. Und wenn wir uns erden, was wir machen, wir konzentrieren die Energien von uns selbst an einem Punkt und fühlen uns dann wie fest. Oder fest ist ja eine bewegliche Festigkeit, aber so ein Zentrum, das dann stark ist. Aber es ist nur unsere Energie und nicht die Energie der Erde. Ich sage immer so schön, es ist der eigene Kern. Also ich mag das Wort Seele nicht so gern. Ich sage immer gerne, es ist der eigene Kern. Jeder hat einen eigenen zentralen Punkt, wie so ein Zwetschgenkern in einer Zwetschge. In den zentriert man sich rein. Das ist das unveränderliche Ich, was schon durch alle Äonen von Zeiten, Dimensionen oder Jahre, wie man es auch immer bezeichnen möchte, ja meins ist. Genau. Kann man so bezeichnen? Mega, so kann man es genauso sagen. Okay, gut. Ihr Lieben, gestern hat der Roman ein wunderschönes Webinar gehalten. Wir hatten ja schon immer mal den Vorschlag gemacht, dass du bitte was zum Thema erwartungsfrei machst. Und ich denke, man kann das später auch noch mal im Shop kaufen bei dir, wer es gestern nicht mitbekommen hat oder keine Zeit hatte. Und dazu möchte ich noch 1-2 Fragen fragen. Viele Menschen sagen ja sozusagen, wenn man ganz und gar sich seiner Identität oder seines Bewusstseins als Erschaffer oder als Schöpfer oder als Wähler bewusst ist, denn eigentlich existiert ja alles bereits. Wir wählen nur aus,
was wir gerne erleben möchten. Wir erschaffen das nicht, sondern wir richten unseren Fokus auf eine Variante und wählen die und bleiben dann beharrlich da dabei. Dann hat man ja auch eine Erwartung, wenn man etwas wählt, dass das jetzt dann auch in sein Leben erscheint. Jetzt hast du gestern gesagt, eigentlich ist es aber schöner, erwartungsfrei zu sein. Ja, Zifix, das widerspricht sich doch. Naja, also es widerspricht sich eigentlich gar nicht, weil wenn man einen Weg eingeschlagen hat, es gibt ja unendlich viele andere Wege, wenn man es mal so sagen möchte. Und wenn wir die Erwartung rausnehmen, können wir die anderen alle wieder sehen und können wieder neu uns definieren oder neu in einen neuen Weg reingehen. Ich sage sogar selbst einen neuen erschaffen, wenn man soweit ist. Aber es gibt ja genügend Angebote, wo man irgendwo reingehen kann, wo man gar keinen erschaffen müsste. Und dann entsteht halt dieses Besondere, ohne eine Erwartung, ohne eine Bewertung in dem Augenblick von sich selbst, kann man dann wieder springen. Also machen wir mal ein ganz klares Beispiel. Ich wähle mir die Variante, dass ich heute noch einen Kaffee trinken möchte. Und dann erwarte ich natürlich auch, dass ich an so einem blöden Kaffee vorbeifahre, wo ich dann anhalte, reingehe und mir einen Kaffee kaufen kann. Was ist, wenn jetzt diese Erwartung nicht geschieht, sondern ich fahre kilometerlang durch die Pampa und da ist einfach kein Kaffee? Verdammt! Was ist dann? Ich habe die Realität gewählt, ich möchte Kaffee trinken, aber es ist nirgends, wo ich einen kriegen kann. Genau, und da ist jetzt die Besonderheit wieder, da dürfen wir dann wieder ins Erschaffen kommen, erinnern, dass wir im Augenblick ja auch erschaffen können und dann das Signal geben, in dem aktuellen Plan habe ich es nicht erschaffen. Ich habe dieses Spiel mitgemacht und bin da drin gelaufen und da war nie ein Kaffee vorgesehen. Wenn ich aber jetzt in die Erschaffer-Ebene gehe und sage, okay, jetzt ist ein Kaffee da, dann wird plötzlich ich irgendwo landen, wo ein Kaffee da ist und ich kann dann kriegen. Und wie bringst du dann die Erwartungsfreiheit mit hinein? Oder ist vielleicht Erwartungsfreiheit ein falsches Wort, sondern einfach nur eine Form von Gelassenheit? Also gelassen wird man dann auf jeden Fall. Mhm. Und was man dann für sich, also wenn man, sagen wir mal, man nimmt das Beispiel wieder, ich weiß ewig lang und will einen Kaffee haben. Was passiert, wenn ich sage, okay, jetzt erschaffe ich mal? Dann wird es so sein, dass ich mir selber eine neue Geschichte aufbauen mit einer physischen Realität, die dann dem Augenblick kommt. Und wieso kommt die? Weil ich so stark drin bleibe, dass ich gar nicht die Erwartung mehr habe, dass es nicht passiert, sondern dass ich im Endeffekt es schon lebe. Mhm. Und dann ändert sich's. Aber dann darf ich ja auch den Kaffee erwarten. Also wenn ich dann anhalte sozusagen mit dem Auto und sage, Moment, ich stehe hier mitten in irgendeiner Wüste, gibt keinen Kaffee. Das war jetzt ein bisschen blöd von mir, habe ich so erschaffen, will trotzdem Kaffee. Und dann darf ich ihn ja wohl erwarten, wenn ich dann um die nächste Ecke fahre und da steht irgendein gottverlassenes Häuschen und da gibt es dann Kaffee. Oh, das kommt mir vorbei und bringt dir einen. wenn er so eine Familie mit 5 Kindern ankommt oder was auch immer. Ja, eine Thermoskanne dabei. Ja, und hat einen Kaffee und bietet dir einen Kaffee. Genau. Also vielleicht sollten wir das erwartungsfrei auf die Art und Weise vielleicht anwenden und nicht, dass wir es nicht bekommen, sondern auf die Art und Weise. Es ist wirklich die Freiheit, die da drin ist. Mhm. Wenn wir uns dann frei machen, dass wir was bedienen müssen, dann entsteht das, was wir in dem Augenblick erschaffen für uns. Wenn wir aber das Gefühl haben, wir wollen ein Spiel bedienen, dann wird es natürlich nicht so einfach. Ja. Es gibt ja auch die Möglichkeiten, dass manche Menschen sagen, ich möchte gern Dinge aus einem, aber eigentlich aus einem beschränkten Sichtfeld von mir selbst. Manche bezeichnen das als Ego. Also ich möchte jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ein Haus am See, ja, wie auch immer. Und dann, wenn ich das aber freigeben würde und erwartungsfrei wäre und den Teil in mir entscheiden lasse, der vielleicht klüger ist als meine bisherige Sichtweise oder nur mein eingeschränktes Haus am See Sichtfeld und ich sage einfach nur, ich möchte schön wohnen, wo es wirklich am allerbesten für mich ist und dann kommt ein Haus in den Bergen mit einer wundervollen Aussicht und gefällt mir eigentlich viel besser als am See. Das ist auch Erwartungsfreiheit, sondern einfach nur Ja sagen. Genau, und da kommen wir genau zum Thema von heute. Leben, Leben. Ha. Genau, das ist der Punkt. Wir sind noch viele konditioniert, dass wenn wir einen Wunsch oder eine Idee haben, dass wir sie erstmal
in ein Erwartungspaket machen für uns selbst. Ja. Aber was wir dabei vergessen ist, dass wir unser Leben schon ja, nur noch erfahren, das, was wir schon erschaffen haben, und wir für unser Leben selbst wahrscheinlich schon was viel Besseres erschaffen, weil wir nur das Allerbeste für uns erschaffen. Und dort kommen wir doch auch meist an, wenn wir nicht anfangen, an uns selbst rumzuspielen, in der Form, dass wir anfangen, immer wieder neue Erwartungen zu erzeugen, wo wir dann zwar das eine sehen, das ist schon vor der, steht schon da und wir nehmen es noch nicht an, oder wir versuchen, einen Umweg zu machen, aber im Endeffekt kommen wir dann immer dort an, was wir als Leben für uns schon erschaffen haben. Und ob uns das gefällt oder ob uns nicht gefällt, also wenn wir jetzt in diesem Moment erleben, oh, das gefällt uns nicht, wie bei dem Beispiel mit dem Kaffee, das gefällt mir jetzt hier nicht, dann sind wir ja frei, sozusagen zu korrigieren. Absolut. Und das ist ja das Besondere im Leben leben, dass ich in jedem meines Augenblicks des Lebens, das ich jetzt lebe, nicht nur korrigieren kann, sondern auch anfangen zu verstehen, es ist ja wirklich mein Leben. Es geht nicht um die Außenwelt, es geht nicht um irgendeine Situation, die ich gerade erfahre, sondern es ist mein Leben, das ich gerade lebe. Und wenn ich dort tief eintauche, dann werde ich merken, es ist in dem Augenblick auch wieder alles möglich und es gibt keine Grenzen mehr. Und ich wähle neu oder ich sage einfach nur ja. Genau. Und du sagst ja zu dir und nimmst dein Leben wieder, so wie du es jetzt gerade erfährst. Und wähle dann neu. Genau. Oder lasse es offen. Entweder offen, genau, das ist auch, das ist sogar noch besser. Außer ich habe eine Idee, was mir natürlich gut gefallen könnte, indem ich das offen lasse und eine neue Idee mit reinsetze. Und die meisten leben ja gar nicht ihr Leben, sondern sie leben mit dem Leben, das sie erschaffen haben und nehmen dann die Leben der anderen noch mit rein, so quasi, dass sie so das Gefühl haben, es ist toll, dass ich dieses Leben von jemand anders auch noch erlebe in meinem Leben. Ja gut, das also selbstverständlich, denn wir müssen ja einen Unterschied machen, ob jemand als einsamer Eremit auf irgendeinem Berg lebt und da nur sein Leben ganz und gar für sich selbst erschaffen kann, beziehungsweise vielleicht noch mit ein paar Ziegen und ein paar Hühnern, oder ob wir jetzt, sagen wir mal, eine Familie haben oder Eltern haben, die natürlich auch noch mit uns in unser Leben eingewoben sind, unsere Kinder, unsere Partner, unsere Eltern. Ja? Natürlich haben wir dann, können wir nicht nur auf die Ego-Schiene gehen und sagen, mach mein Leben nur, wie ich will, alle anderen ist mir scheißegal. So. Was sagst du dazu? Ja, genau, das ist genau der Punkt. Wir haben dann, das ist ja auch unser Leben, das wir leben. Das heißt, das ist genau das, was wir ja schon erschaffen haben. Die meisten denken, das ist ein getrenntes Leben. Also wenn wir uns eine Familie oder Kinder oder was auch immer in irgendeiner Form erschaffen haben, dann ist es ja ein Leben, das wir leben. Aber die meisten genau gucken dann da nicht hin und denken, sie müssen was Neues mit reinnehmen. Das heißt, die ganzen, ich sag mal, Elemente, die da drin sind, sind alles einerseits Spielfiguren, sind aber zugleich Erschaffer, die sich ja dann auch wirklich präsent machen, um auch dieses Leben, so wie es für mich scheinbar erstmal erschaffen habe, in der Bewegung bleibt. Ja. Weil sonst hätten wir genau dieses Eremit-Thema, wo wir dann irgendwann merken, ich sitze mit zwei Hühnern irgendwo auf dem Berg und denke, das war's oder das ist toll oder was auch immer. Kann man ja auch machen. Hat derjenige, der da auf dem Berg sitzt, alleine, ja, oder auf irgendeiner Almhütte, ja auch als Idee irgendwann mal gehabt und hat es geschaffen. Ja? Und wir haben die Kinder als Idee gehabt oder den Partner, ja, oder das Eingebundensein in ein soziales Gefüge auch als Wahlmöglichkeit gehabt und haben sie gewählt, auch wenn es uns manchmal ein bisschen anstrengend erscheint. Aber so, ja. Und natürlich je nach Lebensphase können wir auch wieder neu wählen. Ja. Absolut. Und wichtig ist, warum das Thema für mich also so besonders ist, dadurch, dass wir in dieser energetischen Chaos sind, werden wir merken, dass wir dieses Leben, das wir gerade echt leben, wissen, dass wir es leben. Das heißt, wir erleben das wirklich und können uns komplett darauf einlassen und merken, es ist nicht mehr ein Fake-Spiel, es ist eine Realität, die von mir ist. Mhm. Und wenn ich die mit voller Energie lebe, dann wird sich plötzlich was Neues aufmachen, in der Form, dass ich mich selbst in dem Ganzen aufmache und mich dann wieder in meiner Identität finde. Indem ich mir klar mache, sozusagen, ja,
ich habe das selbst gewählt und ich nehme das jetzt auch ganz und gar an. Genau. Und annehmen in der Form, dass man sagt, es ist nicht nur ein Annehmen, es ist wirklich ein lebendiges Bewegen in da drin. Ich habe mal, da gab es eine Phase in meinem Leben, da habe ich sehr gehadert mit allem, was ich so als Aufgaben hatte und habe mich da sehr gesträubt und sehr fand das alles sehr, oh, was von außen so alles auf mich zukommt und was von mir gefordert wird. Und da war ich so im Widerstand und sehr grätig. Und dann ist mir ein Spruch über den Weg gelaufen und den habe ich mir ganz groß mit Lippenstift an den Spiegel geschrieben. Und der da hieß, ich kann, weil ich will, was ich muss. Der ist ja gut. Und das ist im Endeffekt auch die Quintessenz. Ja, wir haben es gewählt. Und in dem Moment, in dem wir uns dessen bewusst werden und uns auch damit identifizieren, sind wir frei. Ja. Jetzt kommt die erste Frage hinein und die würde ich selbstverständlich zuerst mal vorziehen, bevor ich hier noch meine Fragen auf dich abschieße, mein Lieber. Der Musikus Frank Rehberg fragt, hallo ihr Lieben, meine Frage, was in Anführungsstrichen sehen wir, was nehmen wir im Detail wahr, bevor bzw. nachdem wir die physische Existenz absolviert haben? Meinst du jetzt, nachdem wir dann gestorben sind? Wenn wir die physische Existenz absolviert haben, heißt es dann, wenn wir rübergeritten sind? Bevor also wenn, das ist eine gute Frage, aber also wenn wir die physische Existenz lassen, was sehen wir als erstes? Wir sehen uns selbst wieder als multidimensionales Wesen. Und das, was wir uns als Bild genommen haben, was wir dann sehen wollen. Und das ist auch sehr spannend, weil ganz viele leben ihr Leben durch und haben dann eine Vorstellung, wie der Tod sein sollte, den es ja gar nicht gibt, und bauen sich dann ein Bild auf, was sie erleben, um dann nochmal eine Version des Spieles zu haben, wenn sie keinen physischen Körper mehr haben, um dann plötzlich zu erkennen, ach, ich bin ja multidimensional, das ist ja auch nur eine Facette, die ich gerade noch lebe, weil ich das Leben, das ich physisch real, scheinbar real, sage ich mal nochmal, gelebt habe, nicht aufgeben will, weil es einfach so Spaß gemacht hat, egal wie es war. Das ist jetzt spannend, was du sagst, denn es gibt ja viele Berichte von Menschen, die sogenannte Nahtoderfahrungen haben. Und je nachdem, was diese Menschen vorher schon darüber gesehen oder gelebt haben, sehen manche das Gleiche. Und daraus schließen viele, ach, so muss es sein. Aber andere sehen wiederum was ganz anderes. Und ich glaube, je nachdem, welche Geschichten man hier gehört hat oder mit welcher Art man sich identifiziert, das erlebt man dann für eine kleine gewisse Zeit danach auch noch, bis man dann merkt, oha, das ist ja eigentlich auch nur eine kleine Geschichte und ich bin ein multidimensionales Wesen. Genau. Interessante Frage von Frank. Ich hoffe, wir konnten es damit ein wenig beantworten. Falls nicht, Frank, schreibst du nochmal das detailliert bitte uns in den Chat hinein. Lieber Roman, jemand aus deinem Team hat mir vorher auch schon zwei Fragen zukommen lassen, die man an dich stellen konnte per Mail. Also, jetzt lese ich mal die erste vor. Was ist es, wenn ich mich für nichts mehr im Leben begeistern kann? Ist Leben in 5D möglich oder ist es eher das Sein? Ist Leben in 5D möglich oder ist es eher das Sein? Also ich gehe erstmal auf den ersten Teil ein. Wenn ich mich für das Leben nicht mehr begeistere, das ist eigentlich etwas ganz Besonderes, weil man hat dann vergessen, was Neues zu schaffen und ist eigentlich an dem Punkt, wo man sich selbst gesetzt hat und sagt, jetzt ist es darum, geht es darum, dass ich das Spiel oder so wie wir vorhin mal gesagt haben, dass wir in das nächste Spiel einsteigen und in die Erwartungsfreiheit gehen, neu starten. Und dadurch, dass wir ein Spiel ausgespielt haben, haben wir jetzt die Chance, einfach zu wechseln. Und die meisten tun es dann nicht, weil sie dann in ihrer Langeweile oder das Leben so langweilig erfassen, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, sie können jetzt einfach neu machen. Da kommt mir gerade ein Vergleich. Es ist ein bisschen so, wenn man sehr gerne Bücher liest und man hat ein Buch ausgelesen und es war so wundervoll. Und dann ist es zu Ende und man legt es hin und man läuft durch die Gegend und hat tagelang schlechte Laune, wenn man findet kein neues Buch und auch nicht den Einstieg in ein anderes Buch. Und man läuft rum und man langweilt sich und nichts ist interessant.
Also finde eine neue Geschichte. Finde eine neue Geschichte und fang an damit. Genau. Und dann ist es wieder ganz neu, ist wirklich neu, weil man dann wieder sich selbst frei macht für das Neue. Und ich glaube, sie wollte noch wissen, ob Leben in der fünften Dimension, also es gibt ja dieses Kursieren, Dingsbums, dritte Dimension, vierte Dimension, fünfte Dimension, schieß mich Geier, wie viel Dimension, ob da Leben, also physisches Leben auch möglich ist oder ob wir da nur sind. Also wenn wir nur sind, würden wir ja einfach nur pulsierend in der Gegend rumhängen. Ich glaube, wir leben schon auch in jeder Form, in jeder Ebene oder in jeder Dimension, das entscheiden wir selber. Also ja, ich sag mal in meinen Worten, das Menschenspiel braucht Dimension oder will Dimension haben, weil es denkt, es muss immer weiter wachsen. Mhm. Das ist ja das Spiel hier, dass man immer denkt, man muss größer, weiter, intelligenter, besser, was auch immer werden. Als multidimensionales Wesen gibt es das gar nicht. Und sagen wir so, wir würden jetzt wirklich eine Entwicklung machen in der physischen Realität für uns in verschiedenen Ebenen. Also ich nenne es mal ganz bewusst nur Ebenen, dann würden wir das nehmen, was für uns wirklich dann Freude macht. Und die meisten fangen dann an, irgendwie dann plötzlich gar keinen physischen Körper zu haben, sondern einen Planetenkörper oder was anderes zu haben, um dann immer wieder eine Verbindung mit Erschaffern zu bringen auf einer neuen Ebene. Mhm. Und mit den Dimensionsebenen ist ja eigentlich von der, was wir jetzt so gerade spielen oder die meisten spielen, ist eine, ich sag's mal, emotionale Bewusstseinsspielebene. Sie hat nichts mit der wirklichen Bewusstseinswerdung zu tun. Und man geht dann immer tiefer in verschiedenen emotionalen Ebenen, die man dann erschafft, um so quasi scheinbar eine weitere Dimension zu erreichen. Mhm. Das heißt, die fünfte Dimension gibt's gar nicht, aber sie ist toll, dass sie sich anhört. Und weil wir gar keine Dimension haben. Und umso mehr wir mit der Physikalität spielen, umso mehr werden wir verschiedene Arten an Lebendigkeit haben und die aber gleichzeitig. Und dadurch entsteht natürlich dann was ganz anderes und wir werden dann gar nicht mehr darüber nachdenken, ob es irgendeine Dimension gibt, weil es ja emotional dann gar nicht für uns interessant ist. Also es fühlt sich quasi, oder man denkt einfach nur, dass es verschiedene Dimensionen gibt, weil unser eigenes Sein sich verschieden anfühlt. Also unser eigenes Erleben der physischen Realität fühlt sich dann auf einmal anders an, weil wir anders oder weil wir vom Bewusstsein her anders uns selbst und andere erfahren oder erleben und dann denken wir, es wäre eine andere Dimension. Und manchmal haben wir mehr Lust, ganz stark auch noch in Spielen zu sein, wie eine Telenovela, ja, Drama und alles und Eifersucht und Rache und alles Mögliche, was man da so alles machen kann. Da muss man nur mal auf einem Kindergartenparkplatz sich den Müttern anschließen und dazuhören, da weiß man, was das Leben zu bieten hat. Oder ob wir dann irgendwann sagen, nee, der Sache bin ich müde, ich möchte einfach nur vor meinem Haus auf der Bank sitzen und möchte auf den Berg schauen und möchte die Katzen streicheln und möchte einfach nur mich selbst und die Natur zusammen erleben und erfahren. So, das ist aber dann nicht eine andere Dimension, sondern nur eine andere Art des Seins. Genau. Und die meisten wollen ja in Dimensionen wachsen, weil sie denken, dass ihre Realität besser wird. Aber da das ja, das kann gar nicht passieren, weil wir es ja immer noch aus dem gleichen emotionalen Körper machen. Also Körper will ich es nicht nennen, sondern das ist einfach eine Ebene, die wir uns erschaffen, um Emotionen zu haben. Mhm. Aber zugleich dann diese erfahren wollen in der Außenwelt, in der Art, dass wir dann super Angebote gegenüber machen, dass wir dann wahrnehmen, da kann ich dann wieder für mich mit dem eigenen Angebot, das ich an mich gemacht habe, ein Stück weiterkommen. Mhm. Mhm. Ich verstehe. Und dieser emotionale oder dieses emotionale Feld sozusagen, was wir ja auch mit dabei haben, um hier in der Menschlichkeit und im physischen Körper auch zu spielen und auch Freude daran zu haben, das ist eigentlich immer das Gleiche, oder? Das verändert sich ja auch nicht. Also wir legen ja, wenn wir hier in diese Physiologie eintreten, einmal eine emotionale Ebene für uns selber ein, also ganz bewusst für uns ganz alleine, wo die Außenwelt gar nicht mitkriegt. Und mit der bestimmen wir dann eine neue emotionale Ebene oder mehrere emotionale Ebenen, die wir dann für die Angebote, die wir mit der Außenwelt kommunizieren, haben. Und wenn wir von der Grundenergie her die ersten emotionalen Ebenen, die wir da aufbauen, die ja im Endeffekt
so quasi auch die Spiele für uns immer wieder steuern oder lenken, wenn wir die wahrnehmen können, dann ändert sich das Außen. Das ist sehr interessant. Ich glaube, Roman, wir sollten mal einen Live-Talk machen, so mit Human Basics. Wie ist der Mensch aufgebaut? Das machen wir. Welche Aufgabenfelder gibt es? Wann legt er sich was zu? Wann verabschiedet er sich wovon? So, wie ist der Mensch aufgebaut und seine dazugehörigen Felder? Denn da gibt es natürlich viele Bücher dazu, aber ich bin mir nicht sicher, ob die alle so stimmen. Nee, glaube ich nicht. Also nach Beobachtungs- und Erfahrungswert denke ich mir manchmal, nein. Genau, da kann irgendwas ganz stimmen. Ja, genau. Ich glaube, da müssen wir uns mal damit beschäftigen. Absolut. Die Jeanette fragt, hallo Roman, gibt es überhaupt eine Wahl? Oder ist das, was ich wähle, auch nur das, was sowieso so abläuft? Ach, Jeanette, das müsstest du jetzt wissen. Also du hast ja erstmal alles erschaffen und erlebst es, was du erschaffen hast. Aber du kannst in jedem Augenblick neu erschaffen und dich auch frei machen von dem, was du erschaffen hast und dadurch wieder ein neues Spiel starten. Jeanette, ich habe eine Frage hier vorbereitet oder vorformuliert und ich glaube, wenn wir die noch besprechen, dann ist es vielleicht ein bisschen klarer für dich, weil ich habe so eine ähnliche Frage hier auch vorbereitet. Du hattest im Vortext gesagt, Leben als in seiner eigenen Identität. Okay, so. Und jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten. Und ich glaube, Jeanette, dann wird es klarer für dich. Erstens, wir können das Leben leben und erleben in unserer Identität als Erschaffer oder als Wähler. Okay, ich sage jetzt mal Erschaffer / Wähler, denn das finde ich, das ist eins. Und wir können unser Leben leben und erleben ohne Bewusstheit der eigenen Identität des Erschaffers oder des Wählers. Und dann ist es so, dann ist das Leben das, was sowieso so abläuft. So, dann verläuft es so, dann läuft es so an mir vorbei. Vielleicht fühle ich mich dabei auch ohnmächtig, ängstlich, dem ganzen Sums ausgeliefert. Ja? Und in dem Moment, in dem ich mir aber meiner Identität als Wähler oder als Erschaffer bewusst werde oder klar werde, dann kann ich eingreifen und dann kann ich dieses ganze Ding, ja, wie sagt man es, unter meine Kontrolle bringen oder unter mein Kommando bringen? Ja, kann man so sagen, wenn wir das Wort so nehmen. Ich würde sagen, dann ist es ein neuer Fluss, den wir aktivieren in uns, wo wir einfach neu für uns die Wege bestimmen. Also es ist einfach eine neue Wegbestimmung. Du hast mal in einem deiner ganz früheren Interviews, manchmal mache ich mir einen Spaß und dann schaue ich mir die ganz alten Interviews von dir nochmal an, Roman. Da hast du mal gesagt, wie macht es jemand zum Beispiel, der sehr krank ist oder jemand, der im Gefängnis sitzt und keine Freiheit hat, aber eigentlich frei sein möchte? Wie macht er das? Also wenn du sozusagen in der ganzen Opposition zu dem bist, was gerade deine Realität ist und die du ja auch gewählt hast. Ja? Nehmen wir mal das Beispiel, jemand sitzt im Gefängnis und ist nicht frei. Und da hast du dann gesagt, es wird immer einen Blick auf ein Stück Himmel geben oder du kannst visualisieren oder imaginieren, dass da ein Baum ist und dass da mehrere Bäume sind und dass du diese Bäume berührst und dass du durch den Wald läufst. Und das ist der erste Schritt sozusagen zum in eine innere Version des Freiseins einzutreten und die zu pflegen, auch wenn die äußere Variante gerade noch das andere ist. Ein bisschen so? Ja, da gehe ich auch mal ganz auch noch mal mit rein. Ob man jetzt zum Beispiel auch, es gibt ja Menschen, die sich auch nicht mehr bewegen können oder dann einfach nur da liegen oder ja, im Gefängnis sitzen. Ja. Aber beides ist im Endeffekt energetisch das Gleiche. Man hat sich den Körper in die Realität gesetzt, um dann in die innere Realität einzutauchen. Und wenn man mit diesen Menschen mal ins Gespräch kommt, suchen die meisten noch den Weg nach innen, aber wenn man dann den Weg nach innen zulässt, was heißt da innen, dass man in seine wirkliche physische Realität, in der Realität, die im Außen scheinbar ist, in seinen innersten Weg reingeht, wird man plötzlich diese Außenwelt, die man dort quasi als Anker benutzt hat oder als scheinbares Signal, dass man was Reales noch physisch wahrnehmen würde, nur als Daseinsbild genommen. Und wenn man dann in seine innere Realität eintaucht,
wird man in ganz neue Dimensionen kommen, wird das eine gar nicht mehr wahrnehmen. Die innere Realität ist eigentlich immer der Vorläufer der äußeren Realität. Die innere Realität ist die Blaupause. Genau. Ja. Die innere Realität, in der jeder die Freiheit hat zu wählen, ist die Blaupause. Ich erinnere mich, als ich so krank war mit meinen Bandscheibenvorfällen vor 13 Jahren, das war mein größter Anker sozusagen, mir vorzustellen, dass ich wieder Musik mache. Und das habe ich permanent in meinem Kopf gepflegt, permanent, permanent, permanent. Ich glaube, es war damals einfach pure Verzweiflung, aber ich bin gesund geworden. Also das war so, ich glaube, damals wusste ich noch gar nichts davon. Ja. Absolut. Ja. Also da sind wir eigentlich im Manifestieren, ne? Oder manche nennen es Manifestieren. Ich nenne es gern Wählen. Ja. Oder welches Wort ist oder Schaffen ist egal. Es ist, im Endeffekt ist ja die innere Bewegung, die man auch dann tut. Ja. Und man beschäftigt sich nicht mehr mit den Symptomen der Außenwelt, sondern mit der reinen Freiheit der Innenwelt. Man leugnet die äußere Welt nicht, ja, man darf sie nicht leugnen, aber du darfst dich auch nicht an ihr verbeißen. Die innere ist der erste Schritt. Die innere ist die Vorlage. Ja. Genau, da die innere ist ja das multidimensionale Sein. Das heißt, wir sind ja dann ja schon da. Und dann können wir das, was wir da erschaffen haben, als einen Punkt nehmen, aber dann innen alles neu machen. Ja. Die Birgit sagt, oh, wie schön, euch zu sehen. Danke, Birgit. Wie bekomme ich denn die Kurve vom Unbewussten erschaffen zum Bewussten, ohne mir ständig Gedanken machen zu müssen, was ich erschaffen möchte? Eine schöne Frage. Ja. Also erstmal erkennen, was man erlebt, dass es ja schon erschaffen ist, dass man es ja wahrnehmen kann, wie es erlebt wird. Und wenn man da wieder, wie wir das Thema heute haben, wirklich das Leben ganz lebt, so wie es gerade ist, und da tief eintaucht und tief heißt, dass man es wirklich bewusst lebt, muss man noch gar nichts Neues erschaffen, weil dann wird man merken, es hat einen Sinn oder hat eine Klarheit, warum ich mir das so erschaffen habe, weil ich wahrscheinlich durch irgendeinen Aspekt, den ich mir da reingebaut habe, oder irgendeine interessante Reise oder ein interessantes Signal, um dann einfach sofort neu zu starten. Weil in jedem Augenblick des Lebens, was wir da leben, immer was Besonderes für uns selbst als Geschenk gemacht haben. Und ich glaube, wenn man früh zum Beispiel aufwacht und man hat jetzt so gar keine Idee, was würde ich denn heute gerne? Also entweder du gehst deiner Freude hinterher, also immer der Nase nach sozusagen, der Freude. Und wobei ich nicht Freude mit so oberflächlichem Spaß verwechsel, ja, also Freude. Okay. Oder wenn ich auch gar keine Ahnung habe, was mir jetzt heute Freude machen würde, dann kann man doch einfach es wieder offen lassen und sagen, möchte einfach einen schönen Tag haben, Pang. Genau, und einfach gucken, wo einem das Leben selbst, das man erschaffen hat, hinbringt. Ja, indem du einfach nur das Signal gibst, schöner Tag, und dann lauf mal los. Genau, und gucken, was passiert. Folgt deiner Spürnase, genau. Oh, Spürnase, das ist eine schöne Verbindung zur nächsten Frage. Die Isabel fragt, hallo ihr Lieben, mein Hund, Spürnase, verträgt das Autofahren nicht. Ist das auch ein Spiel? Was soll sie denn tun? Da kann man einfach, also das ist einfach, weil ein Hund, wenn man ihm das Signal gibt, dass er auch dort frei ist und keine Enge empfährt, sondern einfach die innere Freiheit da leben kann, und das geht man einfach mit ihm ins Gespräch. Dass man ihm selbst zeigt, dass das Autofahren ein gutes Mittel ist, um an einen Punkt von A nach B zu kommen, und das ist so eine Wahrnehmung und ein Gefühl, und wenn man das im Hund oder generell im Tier mitgibt, dann ändert sich's. Das ist sehr interessant, das mit den Tieren. Das müsste ich vielleicht auch mal bei meiner Katze machen, denn mein alter Kater verfällt jedes Mal in Depression, wenn ich wieder in Deutschland bin, weil er hier nicht sein will, weil es ihm in Spanien viel besser gefällt. Das verstehe ich. Jetzt stelle ich mal noch eine Frage, die vorher schon per E-Mail zu uns gesendet worden ist. Was ist lebendiges Wasser? Macht es einen Unterschied, ob ich Leitungswasser trinke, und kann ich es selbst so energetisieren, dass es keine unguten Stoffe für mich mehr enthält? Eine sehr schöne Frage. Was ist lebendiges Wasser? Also ich sage mal, Wasser von der Grundenergie ist ja immer gleich. Und wir bewerten es als sauber, nicht sauber, belebt oder unbelebt und können sogar dann ein Bild von uns erschaffen, wo wir das sehen oder nicht sehen.
wenn man jetzt Wasser generell mal nimmt und allein durch das, unsere Frequenzen, die wir ausstrahlen, kriegt es ja schon eine Belebung. Und umso mehr wir uns mit dem Wasser in Verbindung bringen, umso mehr bewegt sich's. Das heißt, dann ist es ja wieder ein bewegtes Wasser, ein lebendiges Wasser. Ich mache mal gerne ein Experiment. Wir trinken ja auch Leitungswasser. Ich lasse es durch so einen Kalkfilter durchlaufen und packe das dann in so eine Glasflasche. Ich schreibe da gar nichts drauf oder lege da keine Blume des Lebens oder weiß der Geier, was die Leute da so alles machen rein. Das mache ich nicht, mache ich nicht. Ich lasse es einfach hier ein bisschen stehen. Ich lasse es einfach in unserem Feld stehen, dass wir lachen und freundlich sind und manchmal auch schlecht gelaunt sind, aber meistens lachen wir beim Essen. Und da lasse ich das einfach stehen und es verändert sich vom Geschmack. Ja, genau, das ist das, weil wir es in unseren echten Energieradius mit reinnehmen. Und da wir in dem Augenblick es ja schon mit uns unsere Energien füllen die ganze Zeit, müssen wir dann gar nicht viel machen. Ja, ja. Weil wenn wir nicht belebt sind, dann ist die Frage, was wir dann sind. Wenn wir nicht belebt sind? Genau, also wenn das Wasser sich nicht automatisch belebt, weil wir da sind, dann heißt ja, dass wir nicht belebt sind. Und wir sind ja belebt, das heißt, das Wasser wird auf jeden Fall belebt. Na gut, das Wasser nimmt ja jetzt, sagen wir mal, den Zustand an, den seine Außenwelt sozusagen ihm als Angebot gibt. Und da wir direkt vor ihm sitzen, ist auf jeden Fall eine Belebung da. Ja, wir. Aber es gibt ja auch Leute, bei denen es permanent Streit in der Bude, bei denen es permanent wirklich schlimmer Kummer und anderen ist es natürlich. Oder kann man dem Wasser sozusagen auch eine Eigenstrukturierung geben und sagen, so bleibst du jetzt. Kann Wasser sozusagen stabil bleiben in sich selbst, ohne die Frequenz des Außenrums anzunehmen? Ich sag mal so, wenn man es jetzt mal auf Schöpferebene oder auf multidimensionaler Ebene sagen würde, das Wasser ist ja ein Zeichen oder ganz viele Bewusstseinszeichen von irgendeinem Bewusstsein, das gerade da ist. Mhm. Es nimmt ja nur in dem Augenblick eine Art Bewusstsein an, in der Form, wie es gerade vor Ort ist. Mhm. Wenn man aber das Signal gibt, du nimmst einfach die Grundenergie von deinem Gesamtbewusstsein an, ändert sich das sofort und es hat mit unseren Schwingungen nichts mehr zu tun und es ist ein absolutes reines Wasser. Ist das dann, erklären sich dann auch solche Phänomene, wie es gibt ja so viele Leute, die pilgern nach Lourdes zum Beispiel, auf diese heilige Quelle und nehmen sich Wasser von dort mit. Und dieses Wasser von dort ist natürlich auch durch dieses enorme Feld, was dort erschaffen worden ist, durch diese vielen Erfahrungen, die die Menschen gemacht haben und diesem Wasser natürlich eine spezielle Heilkraft zugesprochen haben, dann auch in sich so weit autark, dass man dieses Wasser tausende von Kilometern transportieren kann mit dem Flugzeug und zu jemandem hinbringen kann. Das hat dann quasi so viele Bewusstseinsteilchen in sich gespeichert und bleibt dann auch stabil. Genau, weil das Wasser hat ja keinen Grund, es sich gerade zu ändern und ist ja in deinem Pool von Bewusstsein drin. Mhm. Und dadurch bleibt es so. Okay, okay. Das Gleiche gilt natürlich aber auch für beispielsweise sehr destrukturiertes Wasser aus der Leitung, was in seinen Kristallen komplett zerstört ist. So, es könnte auch so bleiben, wenn ich ihm nicht sozusagen die Aufgabe geben würde. Also wenn ich es nicht anstupseln würde und sagen würde, du und ich. Genau, aber die meisten, die ja wahrscheinlich jetzt dabei sind, sind schon sicherlich schon sehr bewusst mit sich selbst oder hoffe ich in der Form, dass sie sich das zugestehen, dass sie bewusst sind. Weil die meisten sind sehr bewusst, aber sagen, nee, ich muss noch ganz viele Schritte machen. Es gibt keine Schritte zur Bewusstwerdung. Und dann, wenn man sich dessen bewusst ist, dass man bewusst ist, dann wird das Wasser das sehr gerne annehmen. Wenn ihr das immer wieder vergesst oder immer wieder zwischen diesen zwei Zuständen hin und her wechselt, also ja, dieses Leben aus der Identität als Erschaffer oder als Wähler oder der Identität als sich dessen nicht bewusst zu sein, dann hängt euch kleine Post-its überall in der Wohnung auf, im Auto, an der Dusche, am Spiegel und macht einfach nur entweder ein lustiges Zeichen drauf oder schreibt einfach nur drauf, wer bin ich gerade? Um euch immer wieder zu erinnern. Genau. Welche Realität bin ich in dem Augenblick? Genau. Also in welcher Identität laufe ich hier gerade durch die Wohnung oder durch das Haus oder fahre ich gerade Auto? In welcher Identität laufe ich gerade?
Und dann wird man plötzlich merken, dass jede Identität, die man läuft, auch eine Besonderheit hat. Und dann ist es schon wieder gut. Ja, das stimmt. Ich meine jetzt nur als Erinnerungsmerkmal, nicht als ausgelieferter Mensch zu laufen, ja, sondern als wirkender Mensch, als wirkender. Ja. Ihr Lieben, ich darf noch ein bisschen Werbung machen. Der Roman hat nächstes Wochenende vom 24. und 25. ist es, glaube ich, genau. Nee, es ist nur der Samstag. Nur der 24. Nur der 23. Oh, muy bien. Also, ist der 24. dann, gell? Genau. Ja. Genau. Ein wundervolles Seminar, ein Live-Seminar in Augsburg, wo wir dich schon mal erleben durften vor ein paar Wochen. Und zwar zum Thema Freundschaft. Echte und wahre Freundschaft. Ja, das hast du schon ein bisschen angesprochen in unserem Opener vorhin, wie sich die Energien im Moment verändern und auch wie sich Liebesenergie und der Liebesfrequenz und Freundschaftsfrequenz im Moment ändert und wie wir uns selbst wieder neu erfahren können in Freundschaften oder in Verbindungen zu anderen Menschen. Freundschaften / Liebe. Genau. Wer gerne noch dazukommen möchte, am 24.06. in Augsburg auf deiner Webseite zu finden. Genau. Und es ist was Besonderes in der Form, weil was passiert, wenn man mit sich selbst in die Freundschaft geht und dann plötzlich merkt, wie man mit anderen in eine ganz neue Ebene von Freundschaft eintaucht, wenn man sich als erstes am nächsten ist. Und das aber positiv gesehen, nicht egomäßig, sondern man freut sich dann, dass man mit anderen in seine Freundschaft geht und man gar nicht in der Form erwartet und ganz neu definiert. Ich finde das schön, dass du jetzt sagst, dass man mit sich selbst in eine Freundschaft geht. Denn es gibt ja ganz viele von diesen Aufrufen, dass man sich selbst lieben soll. Ja, liebe dich selbst und jeder andere liebt dich auch. Und manchmal ist es einfach nicht leicht, sich selber zu lieben. Verdammt, das ist menschlich, ja. Also und da kriegen dann viele einen Widerstand und sagen, komm mir jetzt bloß mit so einem scheiß schlauen Spruch hier. Aber wenn man sagt, man schließt Freundschaft mit sich und Freundschaft hat auch immer was Barmherziges. Ja, Freundschaft ist was Weicheres, was Sanfteres. Sich selbst zu lieben ist oft so sehr, sehr hart. Ja, und Liebe selber ist ja nur eine Grundfrequenz, die benutzt wird, eine Lebendigkeit auch zu benutzen. Und Freundschaft ist, man ist in so einer inneren Weite, ja, und nimmt erstmal alles an, was man ist, ja, und freut sich, genau, und freut sich so sehr über sich selber, dass man alles mit sich selbst bereden kann oder erfahren kann, weil man diese Freundschaft mit sich annimmt. Und das ist so ein wundervolles Gefühl. Und dann merkt man gar nicht, ob man sich liebt oder nicht. Das ist dann gar nicht mehr der Punkt, sondern weil man in der Freundschaft mit sich so tief ist. Und dann kann man ja erst im Außen aus dieser Erwartungsfreiheit, weil es ja erwartungsfrei ist, die Freundschaft mit sich, weil man kann keine Erwartung reinbauen, man kann auch keine Bewertung von sich in der Freundschaft in sich selbst haben, dann ganz neu mit den anderen Menschen im Außen oder erschaffen, wie man es möchten möchte, dann aktiv werden. Ja, aktiv werden oder leben. Und noch ein weiterer Aspekt, glaube ich, wenn man Freundschaft mit sich schließt, hat man schon mal einen besten Freund. Denn viele Menschen sind so sehr einsam und wünschen sich nichts mehr als einen Freund im Außen, der dann aber auch eine bestimmte Funktion erfüllt oder eine Lücke füllen soll oder einen Partner-Freundschaft, ja, und sind dann am Suchen und am Traurigsein, wenn jemand dann wegbricht oder jemand einen anderen Weg dann einschlagen möchte oder verlässt, was man auch wieder neu wählen kann, aber in dem Moment, in dem ich mir selbst erstmal mein bester Freund bin, ist es schon mal gesättigt. Und alles andere ist einfach nur Freude. Richtig. Und das ist das Besondere. Deswegen, wenn man da, warum habe ich es einen Tag gemacht? Weil es so intensiv ist, dass man im Endeffekt dann wirklich Zeit auch mit sich haben möchte und seine Freundschaft so genießen will, dass man denkt, also wenn ich jetzt noch einen zweiten Tag mache, was will ich denn dann das mit den anderen machen? Ich bin ja erstmal im Genuss von mir selbst. Ja, ich verstehe. Ja, das verstehe ich. Ja. Also wer da gerne noch mit dazukommen möchte, der Roman, der freut sich über jeden, der kommt. Der schaut bitte auf Romans Webseite nach und darf sich selbstverständlich da noch gerne anmelden. Wir hatten einen wundervollen Raum letztes Mal. Ist das der gleiche Raum? Das ist der gleiche Raum. In diesem wundervollen Hotel direkt im Herzen von Augsburg. Ja. Sehr, sehr wundervoll und auch das Team sehr, sehr nett.
Ich werde diesmal nicht mit dabei sein. Ich bin auf einem Kongress der Evolutionspädagogik, was ja hier meine Hauptarbeit ist in der Praxis. Aber ich bin bei euch in Gedanken und in tiefer Freundschaft mit euch verbunden. Beim nächsten Mal bin ich gerne wieder mit dabei. Sehr gut. Jetzt kommen keine Fragen gerade mehr rein. Roman, möchtest du, wir plaudern auch schon wieder fast eine Stunde. Wow. Madre mia, magst du uns noch was zum Schluss bitte sagen? Also ich gebe nochmal das Signal, was wir ganz am Anfang hatten mit dem Chaos, mit der Energie, die da ist. Nehmt alles Chaos, was um euch herum ist, als eine wundervolle Erneuerung eures eigenen Seins mit den Schwingungen, die da sind. Und ob sie emotional oder anders sind, lasst euch darauf ein und genießt dieses wirkliche bewegte, starke Energiefeld oder schwache oder feine, egal was aufkommt, genießt diese verschiedenen Schwingungen, die dann da sind und lasst euch auf das Leben in dem Augenblick voll und ganz ein, was ihr erlebt. Das fühlt sich ganz beruhigend an. Das ist sehr beruhigend. Es fühlt sich ganz wundervoll an, ganz beruhigend. Und auf einmal ist der Magen ganz leicht und man ist so, ja, gerade hier. Vielen herzlichen Dank, lieber Roman, dass du uns unsere Fragen beantwortet hast und dass du uns diese Form von Impulsen gegeben hast, auch immer wieder uns auf der Spur zu halten, damit wir uns nicht ganz verlieren und damit wir weiter gut nicht vorwärts gehen. Ich sage es jetzt mal extra nicht mit den Expansionsworten, also wir sollen nicht vorwärts gehen, sondern wir sollen einfach gehen. Wir sollen in Bewegung machen. Ja, vielen Dank, Tanja, mir hat es mega Spaß gemacht oder Freude, wie man es nennen möchte, aber ich finde es so schön, dass wir das zusammen wieder heute gemacht haben. Ja. Und deine Impulse sind auch mega, mega stark und danke dafür. Wir bedanken uns bei euch und wünschen euch noch einen wundervollen Abend und wir hoffen, euch bald wiederzusehen, entweder live oder online. Genau. Sinne? Habt eine gute Nacht. Ja. Ciao, ciao.